Das hat man bei der SDS noch nie gesehen. 2021 gibt es für die Kandidaten ein krasses, ein großes Umstyling, kennt man eigentlich von Heidi Klum und Jamenissen. Doch dieses Jahr zieht auch Dieter Bohlen bei der SDS nach und verpasst in der Folge vom 27.02.2021 7 der 27 Superstar-Anwärter auf Mykonos einen krassen neuen Look. Ganz nach dem Motto, denn eine gute Stimme reicht wohl nicht, das Gesamtpaket muss stimmen. Ähnlich wie bei GNTM. Gibt es auch hier einige schockierte Gesichter, als Dieter mit der Verkündung raus. Vor allem die Frauen zitterten um ihre langen Haare und es folgten die ersten Ausstiegsdrohungen. Doch auch nicht alle männlichen Kandidaten zeigten sich begeistert von dem Umst. Besonders für eine Kandidatin ist der Schock groß. Bei Michelle Batz griff der Pop-Titan spontan selbst zu Schere und schnitt ihr kurzerhand vor allen anderen Kandidaten eine ihrer langen roten Strähnen ab. Dieter Bohlen meint es also ernst. Schließlich mussten 40 cm der Mähne der Kandidatin dran. RTL traf Michelle jetzt ein paar Monate nach dem Umstyling. Allerdings sieht man nichts von der Veränderung. Denn, die Superstar-Anwärterin trägt Perücke. Gefällt ihr der neue Look etwa nicht? Im Gegenteil, Michelle verriet im Interview. Allerdings gab sie auch zu, als ich mich das erste Mal im Spiegel gesehen habe, hab ich schon gedacht, wer bitte die Perücke trug sie nun, damit das Umstyling vorerst eine Überraschung blieb. Deutschland sucht den Superstar läuft immer samstags um 20:15 Uhr auf RTL und jederzeit bei